Ich habe eine Frage und zwar zum AFN. Hört ihr den manchmal? Ja, meistens. Beste. Fast jeden Morgen. Ganz selten. Ganz selten, ja, würde ich auch sagen. Das läuft den ganzen Tag. Deshalb, weil da die beste Musik ist. Das Hauptquartier des American Forces Network, oder kurz AFN, befindet sich heute im deutschen Manhattan, nämlich in Frankfurt. Pretty much the same, mostly cloudy skies with rain and thunderstorms, low tonight down to 60. Your forecast is provided. Für viele amerikanische Soldaten ging mit der Gründung des AFN die Sonne auf. Endlich versüßte ihnen ein Stück Heimat die Wartezeit vor dem Einsatz. Denn zum ersten Mal ertönte die Stimme Amerikas im Jahre 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg, kurz vor der Landung in der Normandie, aus einem Keller der BBC in London. Nach dem Krieg und dem Umzug nach Frankfurt kamen allerdings neben den 600.000 in Europa stationierten amerikanischen Soldaten und ihren Familien auch an die 20 Millionen Deutsche in den Genuss des Senders, der sich neben seinen zahlreichen Missionen das Ziel gesetzt hatte, ihnen beim Erlernen der Demokratie unter die Arme zu greifen. Leute wie Bert Kempfert und Max Greger, die in den 60er Jahren berühmt wurden, begannen ihre musikalische Laufbahn beim AFN. Mit Nebenstellen in München, Stuttgart, Nürnberg und Berlin war es in den letzten 45 Jahren einzig der AFN, der in Deutschland ein Auge für zeitgemäße Musik hatte. Unsere Hauptaufgabe ist es, die Truppen gezielt mit Informationen zu versorgen. Als Diskjockey moderiert man also nicht nur irgendeine Sendung, sondern klärt die Soldaten über ihre rechtliche Lage auf. Man schlägt ihnen mal vor, ins Kino zu gehen und nicht immer nur in der Kaserne rumzuhocken. Der AFN versucht, wie eine Mutter, den Soldaten mit Tipps und Tricks den täglichen Umgang mit den Gastgebern zu erleichtern. Lass dein Auto zu Hause, wenn du trinkst. Lass dein Auto zu Hause, wenn du trinkst. Lass dein Auto zu Hause, wenn du trinkst. Theoretisch kann jeder Soldat zum Rundfunk gehen, egal ob Mann oder Frau. Doch gute Laune, technisches Können und eine schöne Stimme werden von jedem erwartet. Auch die Diskjockeys müssen manchmal mit auf den Schießplatz, um in Übung zu bleiben und den Umgang mit den Waffen nicht zu verlernen. Die Tatsache, dass sie beim Radio sind, ändert nichts daran, dass sie in erster Linie Soldaten bleiben. Das Gehalt im Studio ist das gleiche wie im Schlamm. Aber was viele Soldaten begeistert, ist die Aufregung einer Live-Sendung, wo sie mindestens genauso schnell wie im Feld reagieren müssen, ihnen aber gleichzeitig kein Vorgesetzter über die Schulter schaut. Besonders bei der Oldies Request Show bleibt viel Raum für anderes. Yes. Gosh, okay. Well, what do you want to hear? Ich flirte immer mit den Hörern, die hier anrufen. Es beruhigt sie und gibt ihnen das Gefühl, mit mir wie mit einem Freund reden zu können. Aber abgesehen von der Oldie-Show betraut Corporal Reed Muller für das reguläre Programm inzwischen auch einen Computer mit der Aufgabe, ein flüssiges Musikprogramm auszuarbeiten. Bei der Musik, die wir spielen, orientieren wir uns ausschließlich an den amerikanischen Top 40. Auch bei den Oldies achten wir darauf, dass sie zu ihrer Zeit ein Hit waren. Uns geht es darum, nicht nur weiße oder nur schwarze Zuhörer anzusprechen, sondern die gesamte Hörerschaft. Das geht mit den Top 40 einfach am besten. Alle neuen Platten und viele sonstige Programme wie Wolfman Jack oder die American Top 40 mit Shadow Stevens werden via Luftbrücke direkt aus Kalifornien eingeflogen. Aber obwohl der AFN Frankfurt das zweitgrößte Musikarchiv Amerikas besitzt, hat die Armee keine Urheberrechte auf die meisten Platten. Das Vinyl und die CDs werden dem AFN gestellt, aber nur für den Radioeinsatz an Truppen. Im Fall der Top 40 oder der Country Top 20, die ja nach einer Woche automatisch unaktuell werden, müssen die Platten sogar vernichtet werden. Gentlemen, we are speaking to you from Frankfurt, Germany, and our very special guest on the scene is Sergeant Elvis Presley. Elvis, it's nice to see you. Oh, thank you very much, Johnny. It's nice to be here. Elvis, what are your plans now that you are about to leave the Army? Well, first thing I plan to do naturally is to go home. Selbstproduzierte Schätze wie exklusive Elvis-Interviews überleben natürlich. Nur wie lange die amerikanische Armee und mit ihr der AFN die Zeit im neu geordneten Europa überdauern werden, ist fraglich.
Zum Erstaunen der Amerikaner sprachen sich im letzten Jahr sogar die Frankfurter Grünen gegen den Abzug des AFN aus, der inzwischen schon zu einem festen Bestandteil der